Hallo und herzlich willkommen zu unserer letzten Sendung OrgaTV. Wir wollen euch jetzt vor dem nächsten Team einmal nochmal ein Best-of zeigen von unseren Sendungen. Wir hatten ja immer drei Themenblöcke, einmal die Flüchtlingsthematik, Leadership im Sport und dann noch Tipps und Tricks. Und wir haben uns jetzt gedacht, wir machen nochmal ein Best-of und von jedem Themenblock suchen wir das beste Video aus, was unserer Meinung nach am besten oder am eindrucksvollsten nochmal für euch zu sehen ist. Wir starten damit dann mit der Flüchtlingsthematik. Wir haben euch im Laufe des Semesters gezeigt, wie die Flüchtlinge hier in Deutschland ankommen, vor allem hier im Saarland, in Lebach. Dann haben wir euch noch gezeigt, wie verschiedene Organisationen sich um diese Menschen kümmern, wie sie dann den Menschen zeigen, wie sie einen Job finden oder eine Wohnung oder dann noch die Refugee Law Clinic hier an unserer Uni, den Menschen dann hilft in Sachen Rechtsfragen. Und da gab es viele Leute, die wir kennengelernt haben und schöne Bekanntschaften, die wir auch gemacht haben. Vor allem in Lebach war es für alle sehr emotional und war auch ein sehr tiefer Einblick, den wir dort bekommen haben. Und deswegen haben wir uns entschieden, den euch auch nochmal zu zeigen. Und die Eindrücke dort waren auch sehr, sehr intensiv. Und den möchten wir euch jetzt nicht nochmal vorenthalten. Das war unser Lieblingsbeitrag zum Thema Flüchtlingsthematik. Einmal Film ab, bitte. Wie versprochen, waren wir vergangene Woche für euch in Lebach in der Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge unterwegs. Dort haben wir uns vor Ort ein Bild für euch gemacht und hatten Gelegenheit, mit einigen der Zuständigen zu sprechen. Die Anlage scheint bisweilen etwas trostlos. Das macht aber nichts, denn hier gibt es Wichtigeres zu erledigen, als Wände zu streichen und Vorgärten anzulegen. Und zwar den täglich anströmenden Flüchtlingen ein Dach überm Kopf, Kleidung und Nahrung zu geben. Wir wollten von Dr. Christoph Hoffmann, dem Direktor des Landesverwaltungsamtes, wissen, wie sich die Situation in Lebach in den vergangenen Wochen verändert hat. Die Situation hat sich in den letzten Monaten ganz gewaltig hier verändert. Wir hatten im ersten Quartal noch relativ stabile Zugangszahlen gehabt, haben aber dann so ab Mai, Juni, Juli eine deutliche Explosion gehabt bei der Anzahl der Menschen, die hier zu uns nach Lebach gekommen ist. Nach dem Verteilungsschlüssel der Länder müsste Lebach 1,22% der Flüchtlinge, die Deutschland erreichen, aufnehmen. Das entspräche einer Anzahl von 9.000 Flüchtlingen. Insgesamt kamen in Lebach bis einschließlich Ende Oktober in diesem Jahr jedoch bereits ca. 17.500 Flüchtlinge an, was einem Anteil von 2,4% entspricht. Dabei sind ca. 30% der ankommenden Flüchtlinge unter 18 Jahren alt. Weitere 38% sind im Alter zwischen 18 und 30. Auch wie die Lage in den kommenden Wintermonaten aussehen wird, hat uns interessiert. Wir haben zunächst mit eigenen Mitteln geschaut, die Situation zu bewältigen, genügend Schlafplätze und so weiter zu schaffen, haben dann aber irgendwann das Deutsche Rote Kreuz zur Hilfe gehabt, die uns zunächst mit normalen Zelten ausgeholfen haben und aufgrund der Entscheidung unseres Ministers, die sehr weitsichtig war, haben wir dann schon im Sommer begonnen, winterfeste Hallen aufzubauen, die uns heute sehr, sehr nützen und entgegenkommen, denn sie sind beheizt, sie haben feste Böden und sie ermöglichen es auch einer großen Anzahl an Menschen, eine geeignete und adäquate Unterkunft zu bieten für die Wochen, die sie hier bei uns in der Landesaufnahmestelle in Lebach verbringen. Wir hatten das Glück, in eine der Hallen hineinschauen zu dürfen. Wir stoßen dabei auf sehr freundliche junge Männer, die das Beste aus ihrer temporären Schlafstätte zu machen scheinen. Sie wirken gelöst und sind zum Scherzen aufgelegt. Dass Not erfinderisch macht, das sieht man, wenn man den Kopf zur Hallendecke hebt. Dort haben die Flüchtlinge ihre Wäsche zum Trocknen aufgehängt. Wir sind dankbar für den intimen Einblick in ihre Unterkunft. Auf den Straßen um die Zelte und Wohnblocks prägen spielende Kinder und Jugendliche das Bild. Es ist schön, in strahlende Kinderaugen zu schauen, wenn man weiß, dass diese Augen wahrscheinlich schon viel Schlimmes gesehen haben. Messner!
Tschüss, Hack. Tschüss, Hack. Mohammed. 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 Hey, du warst ein Mohammed. Mesh. 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 Als nächsten Themenblock hatten wir Leadership im Sport. Wir haben für euch ein ganzes System erstellt, wie wir Mannschaften anhand von Trainer-Spieler-Beziehung untersuchen möchten, sind dann mit diesen Fragebögen zu den Mannschaften hingegangen und haben diese analysiert. Als einer unserer Lieblingsbeiträge waren die Saarland Hurricanes, die in der GFL spielen, und die haben wir dort besucht und dann anhand von Fragebögen ausgewertet. Das war ein sehr schöner Beitrag, auch im Winter zu sehen, wie diese Mannschaft trainiert, und es war einer der höchstspielenden Mannschaften von denen, die wir hatten. Wir hatten dazu noch Judo, Fußball, die erste Mannschaft der Damen und Rallyefahrer und weitere Sportarten. Aber wir haben uns jetzt für die Saarland Hurricanes entschieden und wünschen euch viel Spaß nochmal bei diesem Beitrag. West, West, West. Und 77. Ready. Und. Im Rahmen unserer Serie Leadership im Sport haben wir die Saarland Hurricanes besucht und dort das Training des German Football League Teams begleitet. Vor Ort haben wir hier mit dem sportlichen Leiter Felix Motzki, der in der Offseason für das Training verantwortlich ist, so mit dem Offensive Captain Alexander Haupert über ihre langfristigen Ziele und den Führungsstil gesprochen, sowie Fragebögen zu diesen Themen an die Mannschaft ausgeteilt. Wir wollten wissen, was die langfristigen Ziele von Trainer, Kapitän und Mannschaft sind. Das ist mein persönliches Ziel sportlich, mit der Mannschaft früher oder später unter den Top 4 bis 5 Teams in Deutschland zu etablieren. Ja, das Team weiter nach vorne bringen als die vergangene Saison, unter den ersten 4 bleiben, uns dort in der Tabellenspitze etablieren, eventuell mal die Südmeisterschaft nach Hause nehmen, darauf wieder die Playoffs aufbauen und eventuell mal einen deutschen Meister darauf aufbauen. Die Mannschaft nennt als langfristiges Ziel, erfolgreich auf hohem Niveau zu spielen. Dabei kann die Mannschaft über die Südwestmeisterschaft in die Playoffs gelangen und sich dort für den German Bowl qualifizieren. Auch nach den persönlichen langfristigen Zielen von Trainer, Kapitän und Mannschaft haben wir gefragt. Für mich persönlich im Sportlichen geht es vor allem darum, so viel wie möglich von den erfahrenen Trainern zu lernen und mein eigenes Footballwissen halt immer weiter zu verbessern und zu verfestigen. Die eben genannten Ziele zählen dort auch dazu. Des Weiteren möchte ich auch sehr gerne wieder Nationalmannschaft spielen. Als persönliches Ziel nennen alle Spieler, erfolgreicher und besser zu werden. Konkret kann das heißen, eine Startposition im Team zu erlangen, in der Nationalmannschaft zu spielen oder zum NFL-Player zu werden. Auch die Gesundheit und der Spaß am Sport sollen aber nicht zu kurz kommen. Felix Motzki hat uns erklärt, was seiner Meinung nach die drei größten Verpflichtungen eines Trainers gegenüber seiner Spieler sind. Also ich denke, als Trainer ist es am wichtigsten, dass man immer perfekt vorbereitet ist, dass man den Spielern immer optimale Trainingsbedingungen bieten kann, um sie besser zu machen, und insgesamt gegenüber der Mannschaft, alle Spieler, als dass man eine Mannschaft zusammenstellt, eben die auch wirklich wettbewerbsfähig ist in der Bundesliga und mit den besten Teams mitspielen kann. Was einen Captain vom Rest der Mannschaft unterscheidet, hat uns der Offensive Captain Alexander Haupert erklärt. Ich denke, der größte Unterschied ist, dass ich schon ziemlich lange Football spiele. Das sind jetzt mittlerweile schon, ich glaube, 14 Jahre. Kenne dadurch die meisten der Spieler halt schon seit ich klein bin, und das ist, denke ich, viel wert, und ich kenne den Teamgeist, den Spirit, wie es hier so abläuft, und die Coaches. Und
das hat sich gut eingebaut. Ehrgeiz, das ist halt ziemlich wichtig. Die Mannschaft beschreibt den Captain als die erweiterte Hand des Coaches mit Führungsqualität, Verantwortungsbewusstsein und Vorbildfunktion. Weiterhin haben wir sowohl Felix Motzki als auch Alexander Haupert darum gebeten, eine Reihe von Faktoren hinsichtlich ihrer Wichtigkeit für den Mannschaftserfolg zu ordnen. Dabei steht für Felix Motzki das Vertrauen, das die Spieler ihrem Trainer entgegenbringen, an erster Stelle. Offensive Captain Alexander sieht die Disziplin der Spieler als wichtigsten Erfolgsfaktor. An zweiter Stelle steht für den Trainer die individuelle Leistungsfähigkeit seiner Spieler. Der Captain nennt hier die Autorität des Trainers. Auf dem dritten Platz steht die Taktik dem Vertrauen der Spieler an den Trainer gegenüber. Im mittleren Feld folgen die Erfolgsfaktoren Fitness, Teamgeist und Motivation. Es herrscht hohe Übereinstimmung zwischen Coach und Captain. Das Pampern einzelner Teammitglieder sehen beide eher im unteren Feld. Bezüglich der Wichtigkeit der Erfolgsfaktoren Disziplin, Trainerautorität, Taktik und Leistungsfähigkeit herrschen zwischen Coach und Captain unterschiedliche Auffassungen. Beide sind sich aber einig, dass das Vertrauen der Spieler in den Coach einer der wichtigsten Faktoren für den Mannschaftserfolg ist. Abschließend wollten wir mehr über den Führungsstil beim Football erfahren. Der Coach gibt an, dass er in der Vorbereitungsphase auf ein größtmögliches Ausmaß an Aufgabenorientierung setzt, die Beziehungsorientierung aber ebenfalls auf einem hohen Niveau hält. Am Wettkampftag sind sowohl Aufgaben als auch Beziehungsorientierung hoch ausgeprägt. In der Nachbereitung werden beide Ausprägungen eher gering gehalten. Der Offensive Captain beschreibt den Führungsstil des Trainers als in hohem Maße aufgaben- und beziehungsorientiert. Die Mannschaft stimmt Offensive Captain Alexander Haupert in dieser Einschätzung zu. Insgesamt sehen sowohl der Trainer selbst als auch der Captain und die Mannschaft den Führungsstil des Trainers im Bereich des Teammanagers. Lediglich in der Nachbereitungsphase ist der Führungsstil im Bereich Minimalist einzuordnen. Generell betonen aber sowohl Felix Motzki als auch Alexander Haupert, dass der Führungsstil sehr stark von der jeweiligen Situation abhängt. Das kann man, glaube ich, nicht so pauschalisieren. Also es ist ja so eine riesige Gruppe, so ein Footballteam, und da muss man eigentlich schon auf jeden auch individuell irgendwie eingehen können. Es kommt immer darauf an, wie sie drauf sind, wie das Team drauf ist, und dementsprechend wird dann entweder etwas sanfter zugegangen, wie heute bei dem schlechten Wetter, oder dann halt auch mal etwas rauer, wenn halt der Coach dann tausend Sachen oder die gleichen Sachen immer tausendmal erklären muss. Okay. Offense on me, offense on three, one, two, three! Offense! Ja, das Football-Video war sehr, sehr schön. Ich hoffe, es hat euch auch genauso gefallen wie uns. Und als nächsten Beitrag oder Themenblock hatten wir noch Tipps und Tricks. Da haben wir uns ausgedacht, dass wir immer verschiedene Themen für Studenten als Tipps euch mitgeben wollen. Und das waren auch sehr, sehr schöne Beiträge, wo wir ein Programm benutzt haben zum Zeichnen, die auch sehr, sehr kreativ gemacht wurden, wo wir ein bisschen unsere Kreativität spielen lassen konnten. Und als Beitrag haben wir da ausgewählt Tipps und Tricks zum Semesterstart. Also viel Spaß auch bei diesem Beitrag nochmal. Heute haben wir 5 Tipps für den Studienanfang. Erstens, keine Angst. Also erstmal, hab keine Angst vor dem Studium oder vor dem Alleinesein. Die meisten von deinen Mitstudierenden und Kommilitonen sind in der gleichen Situation und kennen niemanden. Es ist einfach eine neue Lebensphase, in die du hineinkommst. Da es allen so geht, musst du keine Angst haben. Zweitens, Einführungswoche. Am Anfang steht die Einführungswoche. Sie ist deshalb wichtig, weil einfach der ganze Studienablauf und die weiteren Semester erklärt werden. Aber zum Beispiel auch, wie du dich für Kurse anmeldest oder deinen Stundenplan zusammenstellst.
In dieser Woche gibt es dann auch einen Rundgang über den Campus und abends dann eine Kneipentour. Außerdem kannst du bereits in der Einführungswoche Kontakte zu anderen Studenten knüpfen. Unser dritter Tipp lautet, in der Vorlesung aufpassen. Die Vorlesungen sind zugegeben ungefähr das langweiligste am ganzen Studium, aber es ist wichtig, dass du, wenn du da bist, auch aufpasst. Andernfalls verlierst du 2 bis 3 Stunden deiner Zeit und nimmst rein gar nichts mit. Wenn zu deinen Vorlesungen Übungen angeboten werden, geh auf jeden Fall hin. Diese Übungen vermitteln praktisch, was du am Ende für die Klausuren können musst. Viertens, Selbstorganisation. Es ist nicht mehr wie in der Schule, dass die Eltern und Lehrer dir sagen, dass du hingehen musst. An der Uni ist das eben jedem selbst überlassen. Auch die Art des Lernens ist neu, denn im Gegensatz zur Schule sagt dir keiner mehr haargenau, was du zu lernen hast. Das musst du schon selbst rausfinden und dann den Lernstoff auch selbst einteilen. Du siehst, Selbstorganisation ist dabei bereits die halbe Miete. Unser letzter Tipp lautet einfach, aber wahr, Kopf hoch. Wenn du mal durch eine Klausur durchfällst, weil es nicht so geklappt hat, wie du es dir im ersten Semester vorgestellt hast, dann ist das nicht schlimm und auch kein Weltuntergang. Das kann jedem passieren. Nimm die zweite Chance wahr und steck nicht sofort den Kopf in den Sand. Nicht den Spaß verlieren. Nicht den Spaß an der ganzen Sache verlieren. Wenn du keinen Spaß am Studium hast, dann weißt du, dass es nicht das Richtige für dich ist. Und wenn zum Beispiel jemand Geburtstag hat und fragt, lass uns etwas trinken gehen, dann sei nicht so verbissen und genieß einfach dein Studentenleben. So, ich hoffe, der Beitrag hat euch auch sehr gefallen und ist ja auch passend zu dem nächsten Semester, dass ihr noch ein paar Tipps habt, wie ihr in das nächste Semester startet. Und hiermit möchte ich mich dann nochmal bedanken, auch an dem ganzen Team. Wir möchten euch auch für eure Zuschauen bedanken und wünschen dem nächsten Team viel Erfolg und viel Spaß im nächsten Semester. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auch mit uns. Und dann schaltet nächstes Semester wieder um 18.18 Uhr immer auf orga.tv ein.